So, meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten, herzlich willkommen. Absolute Knallernachricht, jetzt hier gerade aus dem Livestream ganz frisch reingekommen und für euch am frühen Morgen. Und dementsprechend, RTL hat das Ganze hier geschrieben, Zitat, Geschäfte bleiben offen, aber niemand darf hin. Und das klingt erstmal abstrakt, ist aber wirklich Realität. Betroffen sind die Bürger in Leipzig, genau ab dem Mittwoch, dem 7. April. Knallhart Lockdown in Leipzig, nur mit diesen Gründen darf man vor die Tür gehen. Da gibt es halt ein paar Ausnahmen, das heißt aber eine ganztägige Ausgangssperre. Das heißt nicht irgendwie abends von 21 Uhr bis morgens um 5 oder um 6, gab es ja unterschiedliche Sachen. In Osnabrück beispielsweise besteht eine, in Hannover habe ich darüber berichtet, ist das Ganze jetzt aufgehoben worden, aber hier in Leipzig rund um die Uhr. Rund um die Uhr, also wirklich absolut unvorstellbar. Und dann schreiben sie hier weiterhin, das Skurrile, gleichzeitig dürfen Geschäfte und Museen ausdrücklich offen bleiben. Das bedeutet, die Boutique, der Schuhladen, was weiß ich, der Bäcker, die haben dann alle auf. Okay, beim Bäcker darf man hin, das ist ja täglicher Bedarf, aber auch so andere Geschäfte, Mediamarkt, Saturn, kann ich mir vorstellen, dass sie alle aufhaben. Aber man kommt nicht hin, weil es keinen triftigen Grund darstellt, dort einkaufen zu gehen. Sag mal Leute, was ist denn hier los? Das ist doch ein kompletter, wie sagt man, Schildbürgerstreich? Das ist ja komplett irrational, was hier passiert. Oder sehe ich das falsch? Was haltet ihr denn davon? Aber vielleicht haben wir unsere Forderungen nicht klar ausgedrückt. Wir haben immer nur gefordert, die ganze Zeit macht die Läden wieder auf. Dass wir auch einkaufen gehen können und das Ganze wahrnehmen, hat eigentlich keiner so richtig ausgedrückt. Also das kannst du dir nicht mehr ausdenken, was hier passiert, was hier abgeht. Inzidenz, 7-Tageswert, liegt aktuell, Stand vom 6. April, bei 109. Warum macht man denn so eine krasse, drastische Maßnahme, dass man eine ganztägige Ausgangssperre hier verhängt? Das finde ich persönlich nicht verhältnismäßig. Ja, Geschäfte dürfen weiter öffnen, habe ich gerade gesagt. Das Ganze würde unter Click and Meet laufen. Click and Meet sogar, nicht Collect, sondern Meet. Termin online vereinbaren, hingehen. Da sind dann nur pro 40 Quadratmeter, glaube ich, waren es ein Kunde. So wie bei mir, als ich hier in so einem Schuhgeschäft war und mir Jogging-Schuhe gekauft habe. Ja, das kannst du dann buchen, aber du darfst faktisch nicht hin. Das ist doch komplett irre. Das ist doch der absolute Schildbürgerschrei. Ja, in diesem Sinne, mal gucken, wie das da weitergeht. Ich bin gespannt. Und Ausnahmen, genau die Ausnahmen wollte ich euch noch nennen. Triftig, hier unten steht es genau. Triftige Gründe sind zum Beispiel, dazu zählen Einkäufe des täglichen Bedarfs, ne? Milch, Eier, Honig, was weiß ich, darf es kaufen. Beruf, klar, arbeiten gehen, das geht halt immer. Der Besuch von Schule und Kita, Kirchen und Ärzte dürfen besucht werden. Und Ehe und der Lebenspartner. Sport im Freien und Spaziergänge sind auch weiterhin erlaubt. Ja, mal gucken, wie sich das Ganze da drüben noch entwickelt. Schreibt mal rein, wenn ihr aus der Gegend kommt und was ihr davon haltet. Dass jetzt alle Geschäfte, die machen doch die Geschäfte dann gar nicht auf. Weil das kostet ja viel zu viel Strom, den du dann laufen lässt. Warum willst du da einen Mitarbeiter hinstellen, wenn dann eh keiner kommen darf? Das ist doch komplett verrückt. Oder dürfen vielleicht Geschäftskunden dann Schuhe kaufen gehen? Glaube ich nicht. Also, ich find's verrückt. Haut rein. Schönen Tag euch. Ciao.